Ei, gute Wie, Hofbergmann 15 im LS22. Grüße euch. So, wir machen mal hier unser Silochen leer. Das war ja damals. Ich hatte ja irgendwas war, genau, ich hatte irgendwie einen Füllstand drin, ne, als ich zu 1.5 gewechselt bin und das hat nicht richtig funktioniert. Dann hat es mir leer gemacht und hatte das hier nur so zum Testen, ob da eine Silo wieder geht, reingefüllt. Irgendwie so war das. Deswegen war das hier jetzt nur eine kleine Menge, aber die machen wir weg. Und ob wir das Silo dann nochmal benutzen oder ob wir dann vielleicht schon die Kompostierungsanlage besitzen. Die nutzen können. Das müssen wir halt mal sehen. Kompostierungsanlage hat natürlich, ja, hat einen kleinen Vorteil. Nämlich, wir bekommen dort auch noch Steine, die wir wieder verkaufen können. Entweder indem wir sie als große Steine verkaufen oder sogar mit dem Steinbrecher noch klein machen. Nachteil ist aber eben, wir müssen da immer wieder zwischendrin schaufeln, weil die Anlage relativ schnell volllaufen oder leer laufen kann. Beides möglich. Da haben wir halt schon auch immer wieder viel zu tun. Ich fahr das weg und für das kleine Häufchen fahren wir nochmal hierher. Das ist mit dem Fahrsilo hier natürlich doch durchaus einfacher. Kippst hier einfach mehrfach ab, dass du alles drin hast. Verdichten ist ja quasi mit dem Durchfahren schon passiert. Und dann wartest du einfach nur, bis es fertig kompostiert ist. Aber ja. In der Brauerei. Auch da hat mir jemand gesagt, er macht es anders. Der entlädt den Dreber gar nicht, so wie ich das mache, sondern der hat da in der Produktion den Dreber auf Direktverkaufen gestellt und kriegt den so los. Ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Viele Wege, die nach Rom führen. Aber ich finde das jetzt gar nicht so verkehrt, dass hier auf die Art und Weise zu machen. Warte mal, habe ich eigentlich diesen Monat Kartoffeln verkauft? Wenn ja, müsste doch noch ein bisschen was im Hofladen drin sein. Wenn Kartoffeln da jetzt auf Null steht und irgendwelche anderen Füllstände sind noch da, wo wir 1000 abgekippt haben, dann wissen wir haben keine Kartoffeln hierher. Aber optisch ist noch ein Säckchen da. Es ist nur noch Marmelade hier drin, sonst nichts mehr. Komm, wir holen noch gerade eine Schaufel Kartoffeln und kippen die noch hier mit dazu. Wenn ich dann im Mai auffülle, dann kriegen wir halt, wäre ja Mai 1 wieder fällig, dann kriegen wir keine ganze Schaufel dazu, aber zumindest könnte man dann wieder auf Maximalmenge auffüllen. Und es gibt ja auch noch mal Geld. Die alten Kartoffeln hier, die können ja gut so viel wie geht weg, bevor wir neue ernten und dann drüber kippen. So. Tü-tü-tü. Haben wir jetzt noch 13.000, ja. Dann habe ich tatsächlich im April vergessen gehabt, hier rauszuholen. Da hätten sonst, hätten das schon vorher nur noch 13.000 sein dürfen. Wenn ich mich da jetzt nicht gerade komplett vertue, aber ich meine. Das heißt, wir hatten, bevor wir entnommen hatten, 14.000 und die hatten wir, meine ich, im März. Das heißt, im April ging noch nichts raus.
So, da du nur noch Marmelade zu verkaufen hast, hast du ja gerade Zeit, hier ein bisschen Kartoffeln in Säcke umzufüllen. Und die Säcke kannst du dann verkaufen. Da wird's ihr nicht langweilig. Die sitzt sonst immer hinter der Kasse und guckt sich YouTube und Twitch an und sowas. Sowas. Wer macht denn sowas? Wir tanken mal gerade den Lader noch. Da sehe ich nämlich, dass das wieder notwendig so langsam. Auch mal gucken, wie viel Sprit wir hier eigentlich noch haben. ...7.700, ja gut, das ist ja noch. Das ist ja noch ein bisschen was. So, dann lasse ich auch gerade die Schaufel am Lader dran. Denn vermutlich brauche ich den dann eh erst Anfang nächsten Monat wieder zum Kartoffeln rüberbringen. Also ich auch noch mal gucken könnte, wenn ich dann an Kartoffeln dran bin, ob ich vielleicht hier die Schweinefutter-Mischanlage dann noch mal füllen kann. So. Dann bringen wir mal eben schnell den Kompost hier weg, das bisschen. So, wo kriegen wir den im Moment los? Kompost, Biogasanlage, nee, da kommen wir nicht rein. Landhandel hätte dann er, also wir können ja, stimmt, wir können sowieso nur Landhandel verkaufen. Biogasanlage gehört uns noch nicht, dementsprechend kommen wir nicht rein. Und wenn sie uns gehört, dann können wir dort, glaube ich, nicht verkaufen, sondern nur verwerten. Also, dass die überhaupt aufgeführt wird, ist eigentlich ein Riesenfehler. Und beim Reifeisen können wir ja, soweit ich weiß, nur die Kompostballen verkaufen. Oder natürlich, aber das ist dann nochmal ein extra Vermerk. Das läuft nicht unter Kompost, sondern Kompost verpackt. Da könnten wir dann auch von der Kompostierungsanlage die Paletten hinbringen. Was auch interessant wäre, das müsste ich irgendwann mal noch testen, wenn ich hier die Sackabfüllungsanlage nehme, die Andi jetzt rausgebracht hat, kann ich da Kompostsäcke machen? Ich meine, ich hätte gelesen, das geht. Und wenn ich Kompostsäcke dort machen kann, kann ich die dann auch hier verkaufen oder kann ich die dann nur im Garten nehmen? Fragen über Fragen. Da müsst man einiges mal ein bisschen ausprobieren. Baustelle wird auch irgendwie... Machen die überhaupt noch was? Die kommen gar nicht weiter. So. Abkippseite links. Doch, das würde doch passen. Warum kam da gerade kein Abkippsymbol? War ich zu weit weg? War ich zu nah dran? Doch die Verkaufsstation für Kompost immer. Bioabfall wird hier nicht genommen. Da, ach, das ist noch gar nicht kompostiert. Das ist noch Bioabfall. Ui, 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 ui. Oh je.
Jetzt mal Hand, naja gut, Hand aufs Herz. Wer hat's schon alles die ganze Zeit in die Kommentare geschrieben und wer schreibt's jetzt erst? Nachdem ich es schon festgestellt habe. Das kann ich so noch gar nicht. Jetzt bin ich aber tatsächlich am Überlegen, ob ich das im Anhänger drin behalte. Und wenn ich dann die Ballen verkauft habe, wenn die fertig gegoren sind, mir von dem Geld die Kompostierungsanlage hole, dann kann ich das nämlich dort direkt reinkippen. Statt jetzt nochmal in das Silo da rein, um es dort gären zu lassen. Ich meine, ja, ich nehme den Anhänger eigentlich immer zum Füttern, aber ja, muss ich ein paar Mal öfter fahren, könnte ich auch mit dem LKW mal machen. Wenn ich nicht sogar schon vorher dann die Kompostierung gekauft habe. Das wäre natürlich ja auch noch möglich. Ja, aber dass mir das beim Laden nicht aufgefallen ist, Kompost hat doch ein ganz anderes Symbol. Das ist doch... Mann. Das war wieder ganz clever hier. Kannst du doch keinem erzählen. So. Stell den Anhänger dann auch gerade hier hinten hin. Dann weiß ich auf jeden Fall, wenn ich den jetzt hier unter das Dach stelle, würde ich sonst vergessen, dass der schon gefüllt ist. So weiß ich, der ist belegt. So, und ich könnte den kleinen Ladewagen auch mal mitnehmen. Den könnten wir mal verkaufen. Das ist natürlich auch kacke. Da brauche ich ja, ich brauche einen Ladewagen dann, um das Gras da wegzuholen von dem Auftrag. Das heißt, ich habe auf jeden Fall auch nochmal Mietkosten. Ist der Ladewagen, ist der in Ordnung? Ja. Sonst wäre ich mit dem gerade noch durch einen Reparaturtrigger, aber der scheint okay zu sein. Kommt der jetzt mal weg? Da wird man jetzt definitiv nicht einen Kredit nehmen, um mir einen Ladewagen jetzt noch zu kaufen. Aber wenn wir sowieso natürlich irgendwann einen eigenen wieder brauchen. Oder gehen wir sogar hin? Aber ich muss mähen. Mähen muss ich trotzdem. Der Auftrag besteht ja aus zwei Teilen, ne? Wenn ich jetzt nur Heu wegbringe, kriege ich den Auftrag nicht auf 100%. War jetzt gerade die Überlegung, dass ich dort gar nichts sammle. Und dann kann ich das nächste Mal, wenn hier die Wiese wieder reif ist, kann ich mit der meine Heutrocknung auffüllen. Ich habe hier kein manuelles Abkuppeln. So, den einmal verkaufen. Naja, immerhin auch 3600. Haben oder nicht haben? Weil hier, da, ne. Ich hatte tatsächlich ohne Gerätschaften. Hier steht nur für den anderen Auftrag. Details. Fortschritt Feld, Fortschritt Lieferung. Ja, also ich mähen muss ich. Mähen muss ich. Warte mal. Und welches Feld war das? Das ist das 26. Oh,
Aber dann mähen wir das gerade einfach nur. Die Ballenpresse gehört uns ja auch noch nicht. Die war auch teurer als 37.000, sonst hätte ich auch gerade gesagt, komm, wir holen uns die Ballenpresse, mähen das und machen da Silageballen aus dem Gras draus von dem Auftrag. Und wir bringen unser Heu weg und haben dann quasi, ja, haben dann Heu in Silage verwandelt sozusagen. Aber das scheitert dann leider an der nicht vorhandenen Presse. Weil selbst wenn wir jetzt die günstigste Presswickelkombi nehmen. Der kann nicht wickeln. Der kann wickeln. Da haben wir gerade mal die Hälfte an Geld. Das wird nichts. Das wird nichts. Aber zumindest müsste der Auftrag schnell erledigt sein. Da war ja jetzt dann wirklich nur mähen und Heu wegbringen müssen. Wobei halt Heu, was haben wir gesagt, das muss zum Pferdehof. Das ist vom Hof aus natürlich weit fahren. Ich hatte doch hier auch mal noch so Kleinzeugs. Ah ne, das habe ich auch schon alles weggebracht. Okay. Ist hier irgendwas drin? Ah, die Kartoffelsetzmaschine. Okay. Ah ne, wenn ich da jetzt Heu draus machen will. Da müsste ich jetzt halt. Ich müsste mir dann tatsächlich einen Wender holen. Da ist die 26. Ich müsste mir einen Wender holen und müsste mir ja einen Ladewagen oder eine Presse holen. Wenn ich das regulär im Shop hole, für die Miete, die ich da zahle, dann bleibt vom Auftrag nicht mehr viel übrig. Das wäre jetzt vielleicht was anderes, wenn ich mehrere Aufträge damit mache. Ja, da kann sich das dann wieder rechnen, aber für nur diesen einen. Nee. Nicht rentabel. Wie gesagt, da wir ja sowieso im Moment so viel Heu haben, ist das ja auch kein Problem. So viel fressen unsere Viecher noch nicht, dass da jetzt irgendwie ein Engpass entsteht. Aber ich bin gespannt, wie viel wir für die Silageballen kriegen. Das wäre ja eigentlich, wäre das ja mega, wenn wir da die Kompostierung und sogar einen Ladewagen noch für holen könnten. Auf der anderen Seite eine Presse bräuchten wir auch. Gut, Heu hätten wir so viel. Wir können natürlich auch sagen, wir holen uns erst eine Presse und machen beide Wiesen nochmal ballen, damit wir da nochmal ein bisschen mehr Geld zusammenkriegen. Wäre auch noch eine Idee schon. Ach so. Kann ich nicht einschalten, weil ist noch nicht ausgeklappt. Ja. Dann sagt das doch auch.
So. Dann müssen wir jetzt hier ja quasi auch nur mähen, bis der 20% anzeigt, oben in der Anzeige. Denn weiter geht die Feldarbeit nicht. Und es wird ja auch immer nur das Mähen gezählt, Wenden, Schwaden, Pressen und so weiter. Das wird ja alles nicht prozentual mitgezählt. Es ist immer nur das Mähen und dann Material wegbringen. Ich mal da hinten die Ecke gerade weg. Da muss ich wahrscheinlich eh nicht rein. Sind wir lazy? Ja, eigentlich schon. Wie stehen wir hier gerade? 207. Machen wir mal 207 Grad. Am Geländewinkel ausrichten. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie es dann macht. Sind die Linien? Ja doch, das passt. Aber ich habe den Kurs nicht aktiv. Gerade sagen. Aber die sind da los. So. Können wir hier nämlich sogar mit GPS langfahren. Ach ja, ach ja. Da habe ich mir was eingebrockt hier. Und das nur, weil ich zu schnell geklickt habe. Weil ansonsten wäre ja kein Ding gewesen. Ja, aber guck mal hier, Geländewinkel, dachte ich hier. Da versucht er ein bisschen sich am Feldrand, damit der Winkel passt. Nee, wir kommen immer weiter rechts raus. Ich dachte, da würde er das mit berücksichtigen. Nö, nö. Falsch gedacht. Überlass das Denken den Pferden, die haben einen größeren Kopf. Aber die sind auch so negativ, weil die machen immer so ein langes Gesicht. Das sind eigentlich voll die Depri-Tiere. Immer nur das lange Gesicht anziehen. So, ich nehme mal meine Tabletten und wir sehen uns dann normaleren Sprüchen wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und...